Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part vom Last Epoch Let's Play. So, wir sind angekommen, ja, im vierten Akt. Und ja, müssen jetzt einfach weiterlaufen bis zur Juggernaut, dem Schiff. Und dem bösen General Arton oder so ähnlich. Und ja, ist ja ein ziemlich toller Bosskampf. Freue ich mich wieder drauf. Nach einiger Zeit hat man ein bisschen Sehnsucht nach den Bossen. Ja, sind ziemlich gut geworden und auch Lagon wurde ja gefixt. Da freue ich mich auch drauf. Und ja, vor allem auf den Werber. Ich habe ein Thumbnail gemacht am letzten Part, seht ihr das? Thumbnail. Ja, von diesem Angriff jetzt hier. Und das ganz Millisekunden kurz Angriff und so. So richtig. Wow, wie viel Schaden das macht. Ich wollte mal ausprobieren, dass er explodiert. Das ist einfach, ja, richtig für eine kurze Ding gut getroffen ist. Man sieht den Angriff jetzt nicht so und den Werber sieht man auch nur kurz. So mit dem Kopf, aber die ganze Explosion ist richtig toll. Wenn wir dann mehr Wut bekommen, wir haben dann noch so Nutz, passive Nutz, dann können wir länger in einer Form sein. Und jo, die Rüstung auch, die wir dann tragen können, die hier rechts im Inventar ist, auch richtig toll. Also ich habe unglaubliche Freude. Nur eben, es gibt ja diese Abstürze bei mir. Es gibt viele, die so Abstürze haben. Da haben sie noch nichts gemacht. Und sie kritisieren auch im Forum scheinbar, dass da Augenmerk auf Items gelegt wird. Aber so Endgame und so ist leider noch ein bisschen zu wenig, oder? Ich bin lieber in der Werbeform. Weil einfach das Dornschild auch noch nicht gerade so gut geskillt ist. So. Healing Totem ist halt auch wichtig. Es ist wirklich ein toller Bild. Du hast nur zwei Units, die du brauchst. Und ja, beim Leveln natürlich noch ein paar mehr, aber es tut einfach Platz für Resistenzen bringen, so ein Bild zu machen. Er ist nicht viel schwächer, er ist sogar vielleicht sogar ein Stück stärker als andere Builds. Und das macht ihn wirklich wunderbar. Schon fast OP, oder? Und, genau. Das ist halt einfach gerade für mich, der eben Abstürze hat und so und nicht gerade so viel spielen will. Das Spiel mit dem Abstürzen, doch wunderbar. Und ich werde mir Mühe geben, mehr spielen zu können nebenbei. Dass ihr dann auch bessere Updates bekommen und auch seht, wie der Charakter stärker wird. Ich will euch ja nicht langweilen, oder? Ist ja nichts. So, was müssen wir skillen? Wir haben hier noch einen Punkt. Nein, wir haben keinen Punkt mehr. Wir müssen jetzt das skillen. Und das heißt Bewegungstempo. Aber nur in der Spriggan-Form. Und nur die Beschwörung da noch. Aber dafür Angriffsgeschwindigkeit ist sehr wichtig. So, machen wir wieder Sheet an. Jetzt ist einfach noch die Sache. Irgendwie funktioniert das nicht gut. Das ist einfach zu wenig Wahrscheinlichkeit. Dass wir da diesen Maelstrom haben, ringsum. Oder man sieht ihn nicht, weil er irgendwie unten drunter ist, unter der Erde. Auf jeden Fall, da muss ich noch schauen. Es gibt aber noch ein Idol, wo das noch ein bisschen procken kann, pro Angriff, glaube ich sogar. Oder ist pro Def. Jo, dann wird er auch öfters noch kommen und Schaden machen. Sonst ist da der Bild unnütz, oder? Weil wir nicht dieses Schild bekommen und nicht einsetzen können, da wir in Beschwörungsform immer sind. So, die sind auch ziemlich schnell kaputt. Das ist wunderbar. Ja. Ich habe schon gedacht, vielleicht muss ich wirklich einen neuen PC kaufen. Er ist zwar erst 2,5 Jahre alt, fast 3, ja. Aber er ist, jo, einfach nicht gerade gut wegen der Wasserkühlung. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Wasserkühlung ist wirklich schlimm. Da der PC viel zu viel ist, überhitzt bei weniger starken Spielen. Also nicht gerade grafisch anforderlichen Spielen. Zum Beispiel GTA 5 ist ja von 2015 und trotzdem habe ich da irgendwie Performance- und Hitzeprobleme. Das stimmt irgendwas nicht. Und ich habe einfach keinen Entwickler-Ding, also Reparaturservice irgendwo in der Nähe. Ich kann es jetzt momentan auch nicht irgendwie reparieren lassen. Und da muss man ja immer mehr zahlen, weil man ja auch neue Sachen braucht. Neue Hardware dann. Ja.
Dabei habe ich noch ein 2 Jahre Garantie, nur eben der Shop ist weg. Der ist bankrott gegangen. Also ich bin nicht schuld, dass der bankrott ging. Das ist die Moderne, oder immer mehr Geschäfte müssen schließen und verdienen einfach viel zu wenig. Brauchen zu viel Werbung zu schalten und alles. Der Shop hat extremst viel Werbung gemacht in letzter Zeit. Zum sich wehren. Das hat mich schon gestört, überhaupt dorthin zu gehen. Hat mich schon genervt darüber. Ja, schade, dass man nicht dort rein kann. Ja, ist schon ein schöner Angriff. Eh? Das haben sie wunderschön gemacht. Abklingzeiten sind noch ein bisschen hoch. Aber der Bild, der setzt auf Cooldown Reduction. Genau. So. Gut, dann sind wir hier auch schon durch. Es ist eben alles ein bisschen grüner geworden. Es ist wirklich wunderschön gemacht. Aber das müssen die Entwickler nicht so. Die sollen neue Gebiete fürs Endgame oder so bringen und nicht Akte nochmals überarbeiten. Ich habe irgendwie so das Gefühl, sie tun wirklich das Spiel fertig machen im falschen Blickwinkel. Sie tun das machen, wo die Spieler auch sehen, wenn sie wenig spielen. Es ist wirklich wieder ein Entwickler, der nur auf Casual schaut. Der Wolf kann sterben von mir aus. Dass wirklich die Profis, diejenigen, die wirklich auch das Spiel genießen und viel spielen, dann einfach schlecht dastehen, oder? Die sind in Langweilt. Das sind gute Schuhe mit Abklingzeitreduzierung, also eben Cooldown Reduction. Nehmen wir mal mit, aber setzen sie nicht ein. Wir haben einfach. Naja. Ast brauchen wir nicht. Ich tue sie umtauschen. Ist wichtige Cooldown. So. Katzenartige Chimäre. Okay, cool. Boom. Okay, noch nicht ganz so viel Schaden bei dem. Ist C. Schön. In letzter Zeit habe ich auch gemerkt, Let's Player hören jetzt so wirklich auf und Livestreamer machen meistens nur Schmutz. Ich schaue so einen Livestreamer, den ich echt gerne spiele, als Zuschauer beim Spielen und er macht einfach nichts. Er hockt dort, trinkt ein bisschen seinen Energy Drink, was er vermarktet. Macht einfach nichts. Also ich schaue meistens Englische, aber die Deutschen sind meistens völlig überdreht manchmal. Es tut mir einfach ein bisschen leid, oder? Ich tue vielleicht ein bisschen viel reden ab und zu. Das auch, weil ich immer Thema habe, herumzuschwirren im Kopf und so. Ich rede einfach sehr gerne. Und für viele Menschen kann ich auch natürlich ein bisschen anstrengend sein, klar. Aber das ist einfach so. Sonst ist es mehr langweilig beim Ja, nur spielen. Okay, ich habe sehr viel Wut verbraucht jetzt. Die Gegner sind hier wieder ein bisschen zäh geworden. Das merkt man an der Wut. Boah, ich habe sehr wenig Nekrotikresistenz. Oh, nicht die falsche Taste drücken. Hey, sind die stark? Erhöht das Angriffstempo, ja, das merkt man. Wow! Also, so Gegner möchte man nicht als Ding haben. Erhöht das Angriffstempo. Die sind noch ein bisschen stark so früh im Spiel. Nicht schlecht. Ich bin ja auch einer, der wirklich auch. Okay. Was muss man hier machen? Sich umgehen. Ich muss einfach die rechte Maustaste drücken, nicht die linke. Okay. Komisch. Aber das ist schön, dass sie so einen Schutz gemacht haben, die NPCs hier. Dorfbewohner, das ist eigentlich nicht. Siedlungsbewohner. Jo, und dann halt meistens auch so VTuber oder so bin ich nicht gerne am Schauen, aber ich habe jetzt erst kürzlich auch eine kennengelernt. Also ich war dabei und habe ein bisschen gechattet mit ihr. Und jo, die macht jetzt auch meistens nur Just Chatting, sie spielt gar nicht viel. Also muss ich ihr auch nicht gerade so viel folgen.
Es ist halt, ja, man muss ein bisschen auf die Zuschauer hören, oder? Zuschauer sind meistens bei mir gar noch nicht so aktiv. Aber ihr dürft jederzeit irgendwas schreiben, was euch stört, was ihr gerne sehen würdet. Und ich hoffe, ich kann es umsetzen mit meinem PC, aber ja. Kann jetzt auch sein, dass es in nächster Zeit wieder crasht. Wäre jetzt auch nicht so gut, wenn wir jetzt hier lange keinen Waypoint haben, nach diesem Dorf. Die letzte Waypoint ist ja rechts unten hier ganz, ein bisschen weiter weg. Also ich merke jetzt gerade auch, der Beet macht doch ein bisschen zu wenig Schaden in diesem Zeitpunkt. Ich muss mehr mit Knochen, mit Dornenschild anweisen. Jetzt bin ich noch im Sacred 2, Diablo 2 Mod da. Am Knochenschild sagen. Diese Eingewöhnung. Ja, es ist immer auch ein bisschen schwer, Let's Player und Livestreamer zu sein. Bei mir geht es eben Livestreamen momentan nicht gut. Aber ich könnte, also nicht wundern, wenn jetzt der nächste Part schon viel weiter ist. Aber ich werde wahrscheinlich heute einen Livestream noch machen. Dass ihr einfach auch wieder ein bisschen Endgame seht, wo ich jetzt vorher gemacht habe. Es ist vielleicht für euch auch ein bisschen komisch, dass ich jetzt einen neuen Charakter habe und so lange brauche. Das ist nicht gerade so gut für die Motivation. Kann ich verstehen. Aber ihr dürft auch gerne sagen, ich rede Kampagne. Dann kann ich ja während dem Let's Play eher einen Charakter machen, wo ich die Kampagne eben alleine dran bin. Aber der Bild ist für mich jetzt gerade so, dass ich ihn einfach jetzt im Endgame muss spielen. Der ist so gut, oder? Ich bin so positiv eingestimmt. Und ihr wollt ja auch, auch sehen, wie ich vorwärts komme. Weil andere Let's Player Livestreamer, sorry für das, sind natürlich dann extremst im Suchten. Und dann bekommen sie auch mega viel Zuschauer. Ich brauch's nicht. Aber ich habe auch nicht so viel Zeit. Ich kann nicht einfach sagen, ich tue jetzt mal einen Tag lang Livestream. Und eben das Spiel kann dann irgendwie mal abstürzen. Aber das ist eher eine Sache von Windows 10 und 11. Ich habe ja vorher Windows 11 kurz gehabt und dort ist es eigentlich alle 20 Minuten wirklich abgestürzt. Seitdem ich Windows 10 wieder habe, seit Ende Juni, stürzt es einfach nach dem zweiten Mal aufnehmen auf, oder so nach 24 bis 27 Minuten ab. Ja, was kann man schon als Gamer alles machen? Man muss immer irgendwie eine Lösung finden, wenn man so Probleme hat. Und wie? Es wird immer wie schwieriger. Man braucht immer wie schneller auch Hardware, weil sie einfach nicht mehr so lange halten, die Hardware. Bildschirm sowieso, habe ich irgendwie das Gefühl, nach 2 Jahren sind die völlig überfordert. Kaputt, irgendwo ein Schaltkreis fehlt. Wie man so schön sagt bei Robotern. Ja, 3-mal müssen wir hier. Dann haben wir irgendwie so einen Dot scheinbar. Angriffsgeschwindigkeit kann das sein? Irgendwie so vielleicht. Also. Jetzt momentan blüht irgendwie was noch, was ich allergisch bin. Zum Beispiel Herbstzeitlosen. Habe ich immer so das Gefühl, ich bin allergisch, aber bewiesen ist es natürlich nicht. Kann auch ein Kraut sein oder ein Gras. Zum Beispiel Marie und die Anna. Und das wird in der Region hier extrem viel geraucht. Schade, aber ich bin irgendwie ein bisschen allergisch auf dieses Zeugs. Weil für meine Krankheit, Nervenkrankheit, könnte das mich auch beruhigen, macht es aber nicht. Also kann ich das auch nicht medizinisch einnehmen. Oder die nicht dieses heimachende Zeugs drin haben. Ich glaube, die Männchen? Keine Ahnung. Hab schon lange nicht mehr über so Unheilmittel geforscht, studiert. Haben wir in der Schule natürlich immer gerne gehabt, damit die Leute nicht anfangen zu babutzen. So. Und zum Gehen brauchst du das auch nicht. Da hast du nie so fest Stress oder bist du überarbeitet.
Gamen ist etwas so Schönes, man muss es doch genießen. Vor allem mit Freunden. Hey, oh. Ich tue sehr gerne Gamen mit anderen Menschen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, es wird immer wie seltener. Keine Ahnung. Weil der Mensch immer wie mehr sich zurückzieht. Der Mensch wird immer wie einsamer. Er sieht die Leute nur noch übers Handy oder über den PC. Und statt irgendwie, jo, sich wirklich auch mal zu sagen, komm, ich mach's jetzt mal nicht, ist einfach die Sucht auch immer wie größer. Jetzt auch, ich sehe City Skylines 2 erscheint und ich bin mega süchtig. Aber ich werde es nie so viel spielen, ich werde es genießen. Ich werde es euch zeigen, wie toll das Game ist. Aber ich möchte euch nicht süchtig machen, oder? Also, ich zwinge euch nicht, das Game zu kaufen. Es hat mir 100 Franken gekostet. Das sind ungefähr, ja, auch wahrscheinlich 100 Euro fast. Kurs kenne ich jetzt nicht, 10% weniger. Okay, es ist gecrashed, aber wir haben einen Waypoint dort. Dankeschön. Wunderbar, Windows, wie du das machst, oder OBS. Wunderbar. Es ist wirklich immer, wenn ich OBS anhabe. Und Twitch Studio auch. Ich könnte jetzt eigentlich mit Twitch Studio dann noch aufnehmen und mal versuchen. Aber ich probiere mal zu livestreamen. Nein, ich kann ja nicht auf YouTube livestreamen mit Twitch Studio. Stimmt. Muss einfach gehen, ey. Kann doch nicht sein. Und sonst, ja, auf twitch.tv/DragoBasler seht ihr halt Last Epoch und die Aufnahmen davon. Die Aufzeichnungen kommen dann auf YouTube halt. Es bringt schon gut Zuschauer, auch wenn die meisten nicht mehr spielen. Aber wie ist denn die Motivation denn für euch, wenn ihr so Seasons habt? Also in Last Epoch habt ihr ja nicht Seasons, aber einfach Patches, die alle 3 Monate kommen, wenn dann gerade kein Patch erscheint, oder? Wie ist es bei euch so? Habt ihr auch ziemlich schnell keine Lust mehr? Oder seid ihr einfach auch Gamer, die gemütlich spielen und dafür einfach länger? Oder spielt ihr viel und spielt auch länger? Gibt's ja auch. So richtige Sucht ist. Muss es immer wieder Updates geben für euch oder so? Für mich eben. Ich bin so gewöhnt von früher. Da gab es vielleicht ein Jahr lang keine Updates mehr. Weil die Entwickler so dachten, ja, sie machen gleich mal das nächste Game. Und so weiter. Bei Diablo 2 haben wir irgendwie so 5-6 Jahre gewartet. War auch schlimm. Haben nie Updates. Und heutzutage wirst du als Entwickler auch gezwungen, weil die Spiele schneller gelangweilt werden. Das haben wir fertig. Dann müssen wir, glaube ich, das, ne? Das ist auch gut, aber zuerst einen Punkt hierhin. Dass wir eigentlich auch nur selber das nicht die Wölfe bekommen. Das Dornschild. Hier ist eigentlich gar nicht auf der Küste. So, diese One-Shot-Kisten. Boah, 2. Aber beide echt schlecht. Also sehr häufige. Okay, die Handschuhe jetzt nicht so häufig. Die habe ich lange mal gesucht. Aber schlechte Werte drauf. Da bin ich nur 38 hier. 32 sogar nur. Und hier nur 92. Das geht, glaube ich, bis 120. Sieht man das beide, glaube ich. Ja. Ah, 100, okay, das ist schon recht gut. Hm. Okay, nehme ich mal da drüben hin. Schön. So ganz alt, Meier-ähnlich plötzlich. Es war sehr dürr, oder? Es war so graslandartig und jetzt haben wir überall Bäume. Oh, schaut euch mal dieses Gebiet an. Wow. Ich bin natürlich jetzt ein bisschen spät, nach so fast 30 Tagen. Ne, nicht 30 Tagen. 20 Tagen, ungefähr 22 Tagen. Doch ein bisschen spät dran, dass ich das sehe. Aber eben, wenn man halt so Abstürze hat und andere Projekte hat, die nicht so abstürzen, dann ist man natürlich eher dort dran. So, jetzt haben wir noch Raserei, das ist sehr wichtig. Das tut unsere Angriffsgeschwindigkeit und Zaubergeschwindigkeit stärken.
Und immer frühzeitig einfach sich umwandeln. Die Verwandlungsform ändern hier. Ja. Also es geht jetzt schon wieder viel besser mit dem Bild. Ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt kann ich einfach wieder so die Angriffe mit den Abwässern machen. Ich muss nicht irgendwie die rechte Maustaste immer drücken. Ja, das Explosions... also Dornenexplosion. Dornenschild. Also Dornenschild und dann die Explosion, ja, auf Deutsch. Ist irgendwie jetzt ein bisschen schneller dann wieder. Oh, Giftwiderstand, sehr wichtig. Giftwiderstand habt ihr immer am wenigsten in diesem Spiel. Da habt ihr einfach nicht so viele Möglichkeiten, Bonis zu bekommen. Jo, zuerst den Werbär. Das habe ich ja auf der W, glaube ich. Reinrennen und dann auch die E drücken. Dann umwandeln, irgendwie so. Soll ich das am besten machen. Das ist wirklich der stärkste. Shit, ey, macht das wieder Probleme mit OBS, ey. Okay, gut. Weiterhin. Ich glaube, ich bekomme jetzt auch gleich wieder ein Bluescreen über, weil das Spiel im Hintergrund mehrfach angeht. OBS ist 5-mal an. Hat OBS Browser Page.